So, hallo zusammen, hier ist wieder Andy vom eKiwi-Blog. Seit ungefähr 2 Wochen kriege ich regelmäßige, ja, ich nenne es jetzt einfach mal Spam-Anrufe auf mein Smartphone, immer jeweils zur Mittagszeit. Ich habe hier mal einen Screenshot von so einer Nummer jetzt hier mal gemacht. Das ist meistens 030 für Berlin, 2758 und dann hinten raus immer schön ein bisschen anders, dass man das auch ja nicht blockieren kann. Ist auch nicht immer eine Berliner Nummer. Ich hatte hier zum Beispiel auch eine Landshuter Nummer oder auch eine Mobilfunknummer. Und die Masche ist immer die gleiche. Ja, man bekommt da so eine chinesische Bandansage, die so eine halbe Minute bis 45 Sekunden dauert. Inhalt ist mir so ein bisschen unbekannt, weil ich ja kein Chinesisch spreche. Und danach wird aufgelegt. Ich habe dann mal ein bisschen im Internet versucht herauszufinden, was ist denn das für Telefonnummer? Das kann man einfach mal bei Google eingeben, so die Telefonnummer. Und da findet man auf so Webseiten wie telefonnummer.net, da gibt es dann auch noch andere, oftmals so Meldungen, wenn über eine Nummer da viele Spam-Anrufe sozusagen getätigt werden. Dann melden das da Benutzer und hier ist die Einschätzung auf jeden Fall mal unseriös. Ja, die Nummer, habe ich da nochmal ein bisschen recherchiert, die ist, also zumindest die Berliner Nummer, die scheint zumindest von der chinesischen Botschaft in Berlin zu sein. Zumindest jetzt hier diese, ja, die Nummer und dann ist da hinten halt noch irgendwie eine Durchwahl mit dran, wenn man das jetzt hier so sieht, da dieses 58. Ah, genau. Ich vermute mal, das ist nicht von der chinesischen Botschaft, dass die Nummern irgendwie gefälscht sind, also um sozusagen da chinesische Mitbürger da irgendwie eine Nachricht zukommen zu lassen, dass die da auf irgend so ein Phishing oder sowas reinfallen. Der Verdacht legt das so ein bisschen nahe, weil hier auch so ein paar Leute kommentiert haben. Ich scroll hier mal runter. Hier sagt irgendwas von chinesischer Botschaft und Einreiseverbot. Also da sollen wahrscheinlich chinesische Mitbürger da irgendwie Panik bekommen, dann da zurückrufen. Genau. Und dann vielleicht auch irgendwie Geld zahlen, um da das Problem aus der Welt zu schaffen. Ja, hier steht auch nochmal, ja, erpresserische Betrugsmasche, die auf chinesische Leute ausgelegt ist. Interessant, dass sie dann in Deutschland einfach mal so umeinander telefonieren. Ich meine, wie viele Leute muss ich anrufen, um da wirklich Leute zu erreichen, die Chinesisch sprechen und die dann auch noch drauf hereinfallen? Ja, und das hier steht auch noch was vom fünfstelligen Betrag überweisen etc. direkt zur Polizei gehen. Das würde ich jetzt persönlich nicht machen, sondern einfach sagen, versuchen das Ding irgendwie zu blockieren. Dann reicht das auch schon und einfach direkt auflegen. Ja, das ist auf jeden Fall mal sehr interessant. Was ich mich ja auch frage bei der Sache ist, die rufen mich jetzt hier auf meinem Handy an, müssen die dafür keine Gebühren zahlen? Das muss sich ja dann doch irgendwie lohnen. Ja, wenn man so einen Anruf bekommt, würde mich mal auch interessieren, ob jemand anders auch diese Probleme hat oder diese Sachen bekommt oder andere Sachen. Ja, das würde mich mal interessieren, wenn ihr da, könnt ihr gerne auch einen Kommentar hinterlassen. Ansonsten, ja, einfach ja, auflegen. Und wie gesagt, das Hauptproblem ist, dass man hier, man müsste hier mit so einer Wildcard das Ganze irgendwie blockieren, beziehungsweise, ja, die rufen ja auch unter anderen Nummern an. Ja, in diesem Sinne, das war's zu diesem Video. Ich warte dann schon mal morgen auf den Anruf mal wieder und dann in diesem Sinne, tschüss und auf Wiedersehen, euer Andy vom eKiwi-Blog.